Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es eine schöne Vorspeise, und zwar ein herbstlicher Salat mit gebratener Jakobsmuschel in einem Speckmantel und einem Beurre Blanc, einer Weißwein-Buttersoße. Dazu brauchen wir folgende Produkte. Einmal natürlich die Jakobsmuschel, dann den Speck. Er ist ungeräuchert, das ist ganz wichtig, ein Lardo oder ein Pancetta dazu. Dann und für unsere Soße unsere Echalotten, die fein geschnitten bereits schon sind. Eiskalte Butter, die wichtig ist für die Soße, da kommen wir später hinzu. Dann einen schönen Weißwein, hier habe ich einen Rheingauer Riesling dazu genommen und weißen Portwein. Natürlich selbstverständlich auch noch herbstliche Salate, wie hier der Lollo Rosso oder der Radicchio, der schöne Bitterstoffe hat oder ein bisschen Chicorée und Kräuter, die ich aus meinem Garten mitgebracht habe. Wir beginnen mit dem Braten der Jakobsmuschel, die wir in eine Pfanne hitzen, etwas Butter dazugeben. Wichtig ist immer, dass ich beim Braten von Fisch oder Fleisch etwas Butter nehme. Röststoffe sind wichtig gegen Geschmack, ganz entscheidend dafür. Jakobsmuscheln ist auch ganz wichtig, nicht vorher salzen oder pfeffern, sondern nachdem wir sie gebraten haben, salzen wir sie leicht, natürlich mit Meersalz, sie kommen ja aus dem Meer, ist auch nicht so intensiv das Salz, das ist also ganz wichtig. Wir brauchen hierbei auch eine gute Hitze, dass es also Röststoffe gibt. Anschließend bringen wir sie auch in den Ofen, um sie nochmal ruhen zu lassen, bei 60 Grad. Man hört es schon, die Butter muss dann knistern, sodass es vielleicht einen Nussgeschmack gibt. Ganz schön. So, dazu nehme ich immer eine Pipetta, eine lange Pinzette. Nochmals ist wichtig, dass wir keinen geräucherten Speck nehmen, sondern einen grünen Speck, wie wir das auch kennen, oder eben Lardo oder Pancetta. Deshalb, weil der Nussgeschmack der Jakobsmuschel sonst von dem Pökelsalz übertüncht werden würde. Hier sehen wir schon, wie schön braun das Ganze wird. Liegt einfach an der Butter und ich rieche es schon. Die Aromen von dem Rosmarin kommen durch, also ätherische Öle verbinden sich mit der Butter. Ganz herrlich. Niemals richtig durchbraten wäre schade um die Jakobsmuscheln. Jakobsmuscheln sind ja aus den R-Monaten ganz wichtig. Ist das im September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, also wo R im Monat geschrieben ist. Daher sind die Muscheln auch sehr, sehr aromatisch und auch sehr schön im Geschmack. Nebenbei machen wir jetzt nämlich den nächsten Schritt schon. Wir geben hier etwas Butter in den kleinen Topf, um die Soße auch schon vorzubereiten. Die Schalotten dazu und lassen das Ganze dann ein bisschen die Zwiebeln ein bisschen anschwitzen. Nun kommen die Jakobsmuscheln in den Ofen zum Ruhen. Der Duft, fantastisch. Schön braun, man sieht es hier auch schön. Mit dieser Pipetta kann, lässt sich das gut machen. Sehr schön. Das Ganze lassen wir jetzt bei 60 Grad im Ofen die Jakobsmuscheln etwas ruhen, damit sie auch nicht durchgebrannt sind, sondern sie müssen leicht glasig sein. Es folgt nun die Buttersoße, auch Beurre Blanc genannt. Beurre Blanc bedeutet eine Weißwein-Buttersoße, die aufgeschlagen wird. Wichtig ist dabei, dass wir als erstes die Schalotten anschwitzen, auch hier natürlich die Butter und geben dann, und das ist entscheidend, Weißwein dazu. Hierbei haben wir einen Riesling. Und etwas weißen Portwein, weißer Portwein, weil sonst wäre die Soße ja nicht weiß werden. Dazu etwas weißer Pfeffer, das ist auch wichtig, dass wir in der Soße keinen schwarzen Punkte sehen, also hellen Pfeffer dazu. Das Ganze wird jetzt reduziert, ganz wichtig, reduziert bedeutet einkochen, dass es leicht sämig wird. Und dann beginnen wir einfach die Butterflocken dazu zu rühren.
Ja, und die Soße ist jetzt schon etwas reduziert. Das heißt also der Fond von diesem für die Beurre Blanc. Und nun geht es ganz schnell und ganz einfach. Wir geben die eiskalte Butter zu. Eiskalte Butter deshalb, damit diese eine Verbindung, es nennt sich Emulsion, zwischen diesem Fond und der Butter passiert. Ähnlich wie eine Mayonnaise oder eine Hollandaise. Das heißt also, wir geben hier die Butter rein. Und dann nehmen wir immer einen skandinavischen Schneebesen dazu. Der lässt sich nämlich schön im Topf immer verrühren. Also das heißt, er geht bis auf den Grund, während ein Schneebesen mehr rund ist und dadurch die Butter nicht so erfassen kann. Auch da ist wichtig, dass wir das nicht zu heiß machen, sondern immer leichte Hitze haben, sodass es nicht zu sehr kocht. Es gibt die restliche Butter noch dazu. Sehr schön. Jetzt verbindet sich das Ganze. Ist einfach herrlich. Gut. Und schon können wir auch anrichten dann. Herrlich. Ja, die Jakobsmuscheln ruhen. Hier spielt es keine Rolle, ob sie 5 oder 10 Minuten ruhen oder 15 Minuten. Wichtig ist, dass die Temperatur nicht über 60 Grad ist, damit die Jakobsmuscheln zu gummig und zu hart werden, sondern sie sollen innen drin glasig werden. Gut, aber nichtsdestotrotz können wir jetzt auch schon anrichten unsere Salate. Wichtig ist immer das Farbenspiel. Also hierbei natürlich der rote Salat, der für mich immer entscheidend ist, überhaupt für einen Salat. Dann etwas Radicchio dazu, weil ich Chicorino Rosso oder Chicorée. Also alles, was der Salat hergibt. Und entscheidend ist, dass wir ihn ein bisschen optisch gut gestalten. Also hier nehme ich immer dann so kleine Röschen, mache ich da draus. Das heißt, wir reden davon, dass wir das Ganze drehen, die Spitzen zusammendrehen. Und dann wirkt das einfach optisch. Und was auch entscheidend ist, dass der Salat schön fest wird und auch immer dekorativ auf dem Teller aussieht. Also hier, wir sehen es ja ganz schön, dann natürlich dazu immer etwas Kräuterchen. Hier haben wir etwas Dill gefunden und Fenchelblüte, was ganz schön ist dabei, die wir schön dann noch verteilen. Hier haben wir noch ein bisschen Oregano im Garten gefunden. Auch hier gibt es schöne Blüten, also alles ein bisschen effektvoll. Dann richten wir die Jakobsmuscheln an und zwar schön auf dem Teller drapiert. Geben dann die Soße darüber und das ist entscheidend. Es ist ein warmer Dressing, dadurch intensivieren wir die Aromastoffe und reichen das über den Salat rüber. Und dann ist es schon fertig. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit meinen Jakobsmuscheln, dem Speckmantel, dazu den herbstlichen Salat und eine Beurre Blanc.